Hey Leute und ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Outrider Games. Heute will ich euch erklären, wo ich war. Ich war immer noch hier, logischerweise, ich wohne hier. Aber ich habe natürlich auf meinem Kanal, auf YouTube, nichts mehr hochgeladen. Und das tut mir leid. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Das ist halt scheiße, muss man so sagen, wie es ist. Das hat natürlich aber auch einen Grund. Dieser Grund ist was Gesundheitliches und damit möchte ich sogar offen umgehen, aber das möchte ich dann, weil es halt so persönlich ist, in einem extra Video machen und es euch einfach mal mitteilen und mit YouTube teilen und das wäre, glaube ich, eine bessere Sache, als das hier so beiläufig zu erwähnen. Das ist dem Thema nicht gerecht. Was YouTube angeht, werde ich natürlich weitermachen. Das heißt, es kommen neue Gaming-Videos zu War Thunder. Auch mein Playthrough von Ace Combat 7 Skies Unknown wird weitergehen. Auch das mache ich noch weiter. Ich denke, dass vom jetzigen Zeitpunkt an, wo dieses Video erscheint, das wird das nächste Video sein, was auf meinem Kanal halt hochgeladen ist. Werdet ihr sehen, weil ihr es gerade seht. Mein Kopf. Und danach gehen dann die anderen Videos auf jeden Fall auch weiter. Und das nächste Thema ist, ich will einfach mal noch über ein anderes Hobby reden. Ich habe ja noch zwei andere Hobbys, wie ihr wisst. Hobbys Nummer 1 ist natürlich Sofortbildfotografie, das heißt Polaroids. Da habe ich zwei Kameras, da habe ich einmal eine moderne Polaroid, eine One Step Plus und einmal noch eine richtig Oldschool Polaroid Kamera aus Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und die sind echt cool, die machen Spaß, dafür kriegt man immer noch Filme. Wenn ihr dazu ein Video vielleicht sehen wollt, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Eine ganze Videoserie dazu machen sehe ich jetzt nicht, weil das ganze Thema ist relativ einfach. Du nimmst deine Kamera und machst ein Bild. Musst natürlich auf ein paar Sachen achten, das ist ja nicht ganz so einfach. Ist ja keine Digitalfotografie, ja, damit kannst du ja hier mit der Kamera, mit der ich auch aufnehme, kannst du ja wirklich richtig geile Bilder machen. Zu viel von dem Thema. Thema Nummer 3 ist natürlich Thema Automobil und ich habe schon ein paar Vlogs und Videos hier auf meinem Kanal hochgeladen zu diversen Sachen, Projekten, Autos und so weiter. Aber wie ihr gemerkt habt, ist auch das Ganze so ein bisschen versackt. Der Grund dafür ist einfach, dass ich mit den ganzen Sachen, die ich dann produziert habe, euch aber nie gezeigt habe, weil ich es nie hochgeladen habe. Ich war mit den Sachen einfach nicht zufrieden und die waren nicht cool so, für mich cool. Und das will ich jetzt aber ändern. Ich ziehe das Ganze jetzt mal komplett neu auf, wirklich von Punkt 0 an. Fangen wir an mit dem Thema Auto. Und was das angeht, werde ich euch auch gleich mal mein neues Auto vorstellen. Das werde ich logischerweise nicht hier in meinem Zimmer machen, sondern das machen wir an einer angemessenen Stelle. Nämlich am besten fangen wir einfach mal im Auto damit an. Also packe ich euch jetzt ein, nehme ich euch mit und dann geht's los zum Auto. Wir sehen uns gleich da. 90er Jahre Schuhe, check. 90er Jahre Autoschlüssel, check. 60er Jahre Wunde, check. Tada, da haben wir es dann. Das ist mein Auto, mein neues Projekt, ein Honda Civic EJ6. Erstmal die groben, einfachen Sachen zum Auto. Wir haben hier einen Honda Civic EJ6. Das heißt, das ist also die direkte Nachfolgebaureihe zum EG-Modell. Ja, das vorherige Coupé war ja der EG2. Das gute Stück hier ist, ich glaube, ja, 1997 in den USA gebaut worden, wie laut Wikipedia alle Coupés. Ist dann 1999 das erste Mal in Deutschland zugelassen worden. Und ja, das gute Stück hat schon ein paar Vorbesitzer vor mir gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele. In der Basis handelt es sich hier um einen, ja, es ist Kompaktklasse. Ich glaube, es ist so Golfklasse gewesen damals. Nur halt etwas günstiger und ja, in der Karosserieform Coupé. Das gab es ja beim Golf nicht. Ja, beim Jetta, ja, der Jetta 2, das war sozusagen in Anführungszeichen das letzte Golf-Coupé. Bei Honda haben sie das ein bisschen anders gelöst. Da haben sie halt einfach das Coupé beim Civic noch eine Weile weitergebaut. Ich weiß gar nicht, ob das Nachfolgemodell in Deutschland... Doch, das Nachfolgemodell gab es noch in Deutschland, aber den darauf glaube ich nicht mehr. Jedenfalls, das Auto ist kein VTEC. Das heißt, wir haben hier kein VTEC-Modell mit der variablen Nockenwellenverstellung, sondern das ist ein 1,6 Liter 16-Ventilmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle
und 16 Ventilen. Das ist ein echtes Kunstwerk. Wenn da der Kopf runter ist, nicht der Kopf, der Ventildeckel, dann sieht das schon echt interessant aus. Und wir haben ein 5-Gang-Handschaltgetriebe. Das heißt, wir haben hier keine Automatik. Die gibt es bei dem Wagen auch. Wir haben hier also 105 PS. Das hört sich nicht viel an und das ist jetzt, ja, in der heutigen Zeit ist das auch nicht mehr viel, aber das Auto hat generell, ich glaube, ein Leergewicht von 1100 irgendwas. Also es ist extrem leicht für seine 105 PS und das 5-Gang-Getriebe ist auch verhältnismäßig kurz abgestimmt. Das heißt, die Höchstgeschwindigkeit bei dem Auto ist eh nicht so hoch und man hat ja auch bei relativ geringer Motorleistung genug Spaß damit. Das Auto ist jetzt, ja, ich kann sagen, ein neues Projekt. Allerdings ist das Auto auch nicht wirklich neu. Ich habe es schon etwas über ein Jahr. Und ja, wir gehen einfach mal so über die Details, was so ein Auto hat, was so ein Auto kann und was daran schon verändert wurde, weil obviously ist das Auto nicht mehr original. Und als allererstes muss ich mich schon mal für Windgeräusche entschuldigen, aber ich kann bei dieser Kamera kein externes Mikro anbringen. Das bedeutet, damit muss ich leider leben und ihr dementsprechend auch. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, wir setzen uns mal rein und schauen uns das Ganze mal von innen an. So, ja, das Erste, was auffällt, ist, da, die Decke ist relativ niedrig. Ich bin 1,84 Meter. Das heißt, da ist nicht so, mal gucken, ob man es so sieht, ne? Nicht so viel Platz. Es geht immer noch dank des Schiebedachs, aber wäre hier kein Schiebedach und das würde so durchgehen, wäre vielleicht ein bisschen eng, aber sonst sitzt man relativ entspannt. Man kann sich den Sitz auch sehr weit zurückstellen, das geht auch. Kurzer Test, ob das Liegesitze sind. Ja, es sind Liegesitze. Okay, krass. Ja, erstmal fangen wir einfach hier bei der Tür an. Hier haben wir ganz normal den Türöffner, da haben wir den, ja, den Lock, wenn wir die Türen verschließen wollen. Das wollen wir nicht. Da direkt darunter ist Fensterheber. Auch da haben wir einen Lock. Ja, off oder on. Das zählt dann nur für die Beifahrerseite, die auf ihrer Seite ja auch nochmal die ganz normalen Bedienungen hat. Dann das Tacho. Das Tacho, da haben wir ganz einfach den Drehzahlmesser, das Tachometer mit Kilometeranzeige und ja, Gesamtfahrleistung. Und rechts daneben haben wir natürlich die Anzeige für Tank, die immer anzeigt, wie voll der Tank ist. Und rechts daneben Motortemperatur, die logischerweise nur anzeigt, wenn der Motor läuft. Die ganzen Leuchten, sage ich mal, die können wir uns mal angucken. Da, die sind überall so dazwischen verteilt. Und das ist eigentlich ein relativ entspanntes, angenehmes Tacho. Es funktioniert hier auch noch alles in Sachen Beleuchtung. Also das ganze Tacho und die Mittelkonsole sind ja beleuchtet und das funktioniert auch alles. Wenig witzig finde ich das hier. Das hier ist also die Verstellung für den Spiegel. Das große hier, ja, das ist zum Verstellen, hoch, runter, links, rechts. Und hier haben wir dann rechter Spiegel, linker Spieler, Spiegel, Spieler, lol. Oder halt Mitte für gar keinen, falls du aus Versehen gegenkommst, ne, dann verstellt sich nichts. So, dann hast du hier noch die Verstellung für das Schiebedach. Das Schiebehubdach, Entschuldigung. Das kannst du nämlich einmal aufrichten, so wie ich das meistens gemacht habe, so. Oder du kannst es auch an besonders warmen Tagen, wenn du Bock hast, komplett aufmachen. Das Schiebedach ist auch ein Glasschiebehubdach. Das hat den Vorteil, dass, wie man sieht, es in dem Auto generell immer sehr hell ist. Also auch an Regentagen, wenn du das aufmachst, ist es super hell hier drin. Der Nachteil ist, wenn die Sonne so richtig ballert, dadurch, dass es nicht getönt ist, wird es erstens in dem Auto sehr heiß und zweitens schallert dir das Ganze auf den Schädel. Du kommst schnell ins Schwitzen. Hier oben haben wir die Lüftung, da haben wir links den Warnblinker. Rechts haben wir dann einmal die Heckscheibenheizung oder Belüftung? Nee, was ist da? Es muss die Heckscheibenheizung sein, oder? Ich habe kein, doch, es muss die Heckscheibenheizung sein. Ja, Radio, daneben hier Uhr einmal. Darunter ist die Klimabedienung. Das Auto hat eine Klimaanlage, die nicht funktioniert, weil das Auto einfach schon Asbach uralt ist. Ich kann aber aktuell noch nicht sagen, woran es liegt. Ist einer der technischen Mängel. Ja, hier fehlt halt der Zigarettenanzünder, aber das ist nicht weiter schlimm. Genau, der Aschenbecher, der funktioniert, indem man hier drauf drückt, Push. Dann geht er einfach auf, dann kannst du das Teil hier rausnehmen oder auch nicht. Hier unten haben wir so ein praktisches Fach, das ist für ein Handy richtig cool. Da unten noch ein Ablagefach, da liegt so Plunder drin. Dann haben wir hier ja, den Schaltknauf, ich weiß gar nicht, ob man den so richtig sieht. Der ist, wie soll ich sagen, der ist aus Alu, der ist natürlich nachgerüstet, der ist nicht original. Der ist aber an sich relativ cool, der liegt ganz entspannt in der Hand. Ich glaube, im Winter, wenn man das Auto im Winter fahren würde, wäre das Ganze ein bisschen kalt, aber so geht das schon klar. Das Ganze setzt sich hier aber auch fort an der Handbremse. Hier haben wir eine gefräste Alugriff.
Das Original-Gummiteil passt da nicht so ganz drauf. Das ganze Ding hat sich auch schon mal gelöst. Da hatte ich es dann beim Ziehen mit einmal so in der Hand und dann, ja, angeschissen. Kumpel hat es dann wieder für mich repariert, gefixt, weil ich nicht wusste, wie das geht bei dem Auto. Eine sehr witzige Sache, die finden wir direkt daneben. Weiß nicht, ob man das sieht, doch jetzt. Das hier ist die Leuchtweitenregulierung. Sollte man seinen Wagen stark beladen haben, geht da das Heck nach unten und die Front nach oben. Dementsprechend kannst du hier deine Scheinwerfer runterstellen. Absolut witzige Position, denn normalerweise finde ich sowas immer hier irgendwo bei der Lichtverstellung. Aber Lichtverstellung ist bei dem Auto auch so ein Wort. Erstmal haben wir ein Airbag-Lenkrad, original mit Airbag, Hupe links, rechts. Dann befindet sich hier auf der rechten Seite die Bedienung für Scheibenwischer in alle Richtungen. Ja. Kannst du ziehen, kannst du hochmachen, kannst du runtermachen, alles. Und links daneben hast du den Bedienstock für Blinker. Und Licht geht bei dem Auto nämlich hier an. Das hat also keinen Lichtschalter, wie man zum Beispiel von einem VW Golf kennt im klassischen Sinne. Sondern das ist hier am Stock dran, ne? Am Lenkstock. Und Blinker ist ganz normal, alle Richtungen, funktioniert auch alles. Und ja. Ansonsten, ja, der Spiegel, der ist einfach nicht getönt oder sonst irgendwas. Hat hier halt so standardmäßig so eine Abtönfunktion. Dann haben wir hier natürlich obligatorisch, weil Japaner und so. Hinter den Sonnenblenden befindet sich sowohl links als auch rechts ein Spiegel, allerdings ohne Licht. Ja, den Luxus gab es da scheinbar noch nicht, zumindest nicht bei dem Fahrzeug. Ein Angstgriff gibt es hier noch. Ansonsten war es das eigentlich. Dann haben wir noch das Handschuhfach. Oh, mal öffnen. Da habe ich hier das drinne. Ist relativ groß tatsächlich, also da geht einiges rein und schließt auch noch ordentlich, wackelt nichts. Dann ja, typisch so Seitenablagen, da geht auch einiges rein. Dann können wir einfach mal gucken, wie es hinten aussieht in dem Auto. Es gibt hier nämlich auch so ganz cool, ja, zack, nach vorne. Das ist etwas... Das ist eine geile Sache und ich habe mal irgendwo gesehen, bei einigen Autos ist da, mittlerweile gehen die Sitze auch nur noch elektrisch nach vorne, bei so modernen Luxus-Coupés, und das dauert ewig, bis du da hinten einsteigen kannst. So, und dann machen wir uns einfach mal den Spaß. Oh Gott, warte mal. Bin ich viel zu groß für sowas? Hä? Komm, dann sitzen wir hinten drinnen. Mal, sitzen wir hinten. Okay, warte, wir versuchen den Sitz nach hinten zu machen. Zack. Ich bin 1,84 Meter. Ich nehme mal meine Mütze ab und ich sitze unterm Dach. Wenn der Beifahrer sich jetzt ein bisschen nach vorne setzt, dann geht das. Alternativ kannst du deine Beine auch in den Fahrerfußraum legen. Das geht immer noch. Ja, meine Sitzposition ist relativ aufrecht. Das täuscht eigentlich, wenn man meinen Sitz sieht. Aber ansonsten geht es hier hinten vom Sitzkomfort her. Man hat hier, ui, nicht viel, man hat hier so eine kleine Seitenablage. Es gibt hier hinten keine Lautsprecher. Hier ist noch ein Gurt und ein winziger kleiner Aschenbecher. Damals hat ja... Haben ja bekanntlich auch Kinder geraucht. ist ja heute vielleicht nicht mehr ganz so. Hutablage, da sind so ein paar angetäuschte Boxen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Moment, ich zeig's mal richtig. So. Da sind aber keine Boxen unter bei diesem Modell. Ich denke mal, bei einer höher ausgestatteten Variante wären da Boxen. Und jetzt versuchen wir mal hier wieder rauszukommen. Moment. Ah ja. Der Nachteil an diesen Sitzen ist einfach, wenn du aussteigst, den Sitz wieder nach hinten klappst, das geht ja relativ easy. Allerdings lockt er dann in diese Position. Wenn du dann als Beifahrer deinen Sitz wieder verstellen musst, musst du hier am Hebel ziehen, dann kannst du das bewegen. Auf eine Art ist es geil, weil du hast nicht so ein Rad, wo du ewig und drei Tage drehen musst, aber der Nachteil ist halt einfach, dass der Sitz dann jedes Mal verstellt ist. Ist aber nur ein kleines Problem. So, und jetzt machen wir uns den Spaß. Jetzt gucken wir mal unter die Motorhaube. Und um unter die Motorhaube bei diesem Auto gucken zu können, brauchen wir natürlich den obligatorischen 90er Jahre Honda Haubenschlüssel. Viele Honda-Besitzer kennen es. Der Kollege, der bricht irgendwann ab. Und dann musst du dir Gedanken machen, wie du da reinkommst. Habe ich den noch hier drin? Der war mal hier drin. Naja, guck mal, da ist er. Das ist das Teil, was da eigentlich dran ist. Und man sieht es, das bricht halt immer ab. So, jetzt haben wir das geöffnet. Jetzt machen wir mal die Haube auf. So, ich habe da mal was vorbereitet. Da ist der Haubenprop, ja, der ist so an der Seite. Hier gibt es also keine coolen Dämpfer oder irgendwas. Ja, das ist der Motor, der sitzt also auf der rechten Seite. Das Getriebe ist links. Batterie sitzt da oben in der Ecke. Ja, Waschbehälter da. Hier vorne haben wir auch so coole Sachen.
Das hier ist alles vom Vorbesitzer gemacht. Hier sind also neue Deckel drauf. Hier auch. Oh, der ist aber warm. Und hier fehlt aber schon das, was darauf geklebt ist. Anhand der Tatsache, wie warm das gerade war, kann ich mal denken, warum. Außerdem wurden hier bereits verändert, also ist auch nicht mehr original, Verschwindefliege, diese Schrauben. Die, wie man sehen kann, ja, die sehen cool aus. Ich denke mal, die sind einfach wirklich nur aus optischen Gründen getauscht worden, weil die Originalen halt ja, ranzig ausgesehen haben, muss man sagen. Das ist also nicht mehr original. Dann haben wir etwas weiteres, das hier nicht original ist. Und das sieht man hier. Das ist also das Nockenwellenrad. Das habe ich verändert. Und wir sehen hier ein verstellbares Nockenrad. Das hängt an keiner scharfen Nockenwelle, sondern an der originalen Nockenwelle. Wir haben hier eine durchsichtige Abdeckung. Die kam zusammen mit dem Nockenwellenrad. Und das habe ich auch so eingebaut, weil ich es hübsch finde. Und weil ein richtiges Ersatzteil, ja, wie man es so als Freund von ausländischen, alt gewordenen Autos kennt, richtige Ersatzteile sind halt selten und teuer. Und irgendwie habe ich es nicht eingesehen, irgendwie für so ein Nockenwellenrad, was ich brauche, was daran kommt, eine ganze Nockenwelle zu kaufen. Und dann musst du den ganzen Kasten aufmachen. Und ich meine, bist ja eh dran, muss eh gemacht werden. Okay, aber ja, ist halt Blödsinn, ne? Deswegen habe ich einfach das Teil bestellt. Es hat auch gedauert, bis es da war, weil es einfach aus China gekommen ist. Aber an sich tut es seinen Dienst und es sieht halt mega scharf aus, ne? Also ich finde es ganz geil. Wenn der Motor läuft, dann hat das zusammen so eine richtig schöne Optik, weil der Riemen natürlich auch dementsprechend mit der weißen Schrift damit läuft und dann ist das schon echt hübsch. Okay, das war der Motor. Jetzt schauen wir uns mal noch andere Sachen an dem Motor an. Ich mache mal kurz die Haube zu. Ja, tiefer gelegt ist das Auto auch. Das war schon von Haus aus so. Das Auto hat ein, ja, ein AP-Gewindefahrwerk drin, vorne hinten. Und sieht eigentlich vom Stance her relativ okay aus. Ja, das ist schon in Ordnung so, das macht schon was her. Ich denke, das Coupé-Heck tut dem Ganzen auch wirklich gut. Wenn wir hier so ein bisschen gucken. Ja, wir nehmen mal die heile Seite, die Schokoladenseite. Das sieht schon relativ gut aus. Und es fährt sich halt super. Ne? AP-Gewindefahrwerk ist halt mega. Die Felgen. Das sind Momo Corse Felgen. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Zeitraum die stammen, ehrlich gesagt. Aber ich bin froh, dass sie drauf sind, weil ich finde, dass sie echt hübsch sind und super zum Auto passen. Reifentechnisch hat das Auto vorne hinten im Moment noch unterschiedliche Reifen drauf. Keine davon Billigreifen, wenigstens das. Die sind schon mal echt cool. Und ja, auch vom Fahrgefühl her weder vorne hinten noch irgendwelche negativen Sachen. Von außen hat das Auto eigentlich hauptsächlich den Mangel. Wir haben hier einmal auf der Kofferraumklappe den Klarlack, der sich löst. Ein gewisser jemand hatte bis vor kurzem auch noch eine heile Heckklappe in seiner Garage, ist aber draufgetreten auf ein Ende. Und jetzt ist eines dieser Enden da vielleicht ein kleines bisschen hochgebogen. Wer das wohl war. Dann haben wir hier natürlich das Offensichtliche. Das war auch der Vorbesitzer. Dem ist das Auto rückwärts an einen Poller gerollt, kurz vorm TÜV. Darum hat er hier Tape drüber gemacht, weil die ist da drunter gebrochen und die muss noch neu. Die kostet aber 400 Euro, weshalb ich die noch nicht gemacht habe, weil ich zuerst was anderes machen musste, nämlich die Bremsanlage. Die Bremsanlage ist gerade neu gekommen. Das heißt, wir haben einmal brandneue Sättel. Die sind original silberlackiert, die habe ich nicht silberlackiert. Und gleichzeitig haben wir Brembo-Bremsscheiben plus Brembo-Belege, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil da ist eine Speiche vor, das sieht man nicht. Aber die Scheiben an sich, die sieht man ganz gut. Das sind also gelochte Brembo-Scheiben. Die sind vom Fahrgefühl her zusammen mit den Belegen und den neuen Sätteln, packt das ordentlich zu und verzögert das Auto auch echt ordentlich. Eine Sache, die ich verändert habe, das sind die Blinker. Ne, ich habe also die original orangen ausgebaut und dann sind hier so eine klassischen Klarglas, schwarz abgedunkelt drinne. Die sehen auch recht gut aus. Die gab es zum Auto dazu. Die habe ich also nicht gekauft. Aber ich dachte mir, die sehen besser aus als diese ollen LED-Dinger. Und ja, deswegen habe ich sie verbaut. So, und dann habe ich hier noch was. Technischer Mangel. Gehäuse kaputt. Muss also neu gemacht werden. Kommt noch. Ich will aber gucken, dass ich das gleich wieder in Silber lackiere, weil ich das eigentlich in Silber echt hübsch finde. Naja, gibt es ja noch eine Besonderheit bei dem Auto. Wir machen einfach mal nochmal die Tür auf, beziehungsweise, naja, Tankklappe links, wir wollen tanken, geht nicht auf, Auto ist aber nicht abgeschlossen, wie geht die auf? Ganz einfach,
Auch etwas, das man von deutschen Autos lange nicht mehr gesehen hat und schon ewig nicht kennt. Hier unten haben wir einmal oben für den Kofferraum zum Ziehen. Jetzt ist der Kofferraum offen. Und hier für den Tankdeckel. Coole Sache. Jetzt ist der offen. Jetzt können wir tanken. Sieht auch hier gut aus. Kein Rost so weiter großartig. Schön erhaltenswertes kleines Fahrzeug. Für denjenigen, die Radläufe sind mal gemacht worden, offensichtlich auch umgelegt worden, weshalb die halt hier so beschmiert wurden. Selbst wenn die mal ein bisschen rostig waren, ist halt trotzdem nicht so geil. Muss ich halt noch lackieren lassen. Der Kofferraum. Wir haben hier übrigens drei Bremsleuchten, links, rechts und die dritte ist dort. Wenn wir den Kofferraum öffnen, bei dem hier ganz klar das Honda-Zeichen fehlt, wie wir erkennen, haben wir hier einen leeren Kofferraum. Hier ist also nichts drin. Der ist komplett entkernt worden. Der Grund dafür ist nicht, weil er unbedingt mit seinen 105 PS einen Rennwagen bauen wollte, sondern die Jungs hier. Dahinter sitzen Dichtungen, die kann man hier vielleicht irgendwie sehen, kann man nicht. Die kann man nicht sehen, dahinter, hinter diesen Rückleuchten sitzen Dichtungen. Die sind undicht, deshalb kommt Wasser in den Kofferraum und das auch nicht so knapp. Weshalb, ich habe alles, was hier reingehört, das habe ich alles, aber das liegt alles in der Garage und ich muss das noch wieder einbauen, sobald ich das Problem mit den Rückleuchten gelöst habe. In meiner Garage steht allerdings noch ein anderes Problem, das ich in einem gesonderten Video behandeln werde. Wenn ihr das also sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn dann werdet ihr auch sehen, was dort noch steht und was ich euch da Schönes zeigen kann. Das war mein Honda Civic. Soweit ich das jetzt beurteilen konnte, habe ich nichts vergessen. Außer natürlich einen obligatorischen Scheibenaufkleber. Ja, Speed Hunters Aufkleber. Das Blöde ist leider, wir haben nicht ordentlich geklebt, weshalb sich das hier so ein bisschen verschoben hat. Hat auch nicht geholfen, dass dieser untere Schriftteil alles im Scheibenwischerbereich ist und der darüber wischt. Ist also keine so gute Idee, wenn ihr mal Aufkleber drauf macht, macht das weg. Dann haben wir hier noch was, AKR Performance. Das waren die vorherigen Scheiben, Belege, die da drin waren, die ruiniert wurden, weil eine der Scheiben, weil einer der Sättel leider ein bisschen gesponnen hat. Und fest war und dann eventuell eine Scheibe ausgeglüht ist und ich mir neue Sättel und Scheiben und alles kaufen musste, weshalb ich keine neue Heckstoßstange kaufen konnte. Und den schönen Civic, ja, das ist auch nicht mein Alltagsauto, da müsst ihr auch keine Angst haben, der wird also nicht wegrosten so schnell. Der ist quasi jetzt mein Spaßauto. Wenn ihr so einen Honda Civic kaufen wollt, egal ob jetzt EJ6 oder EJ9, also das, ja, das normale golfartige Heck, Hatchback, wie man ja so schön sagt, achtet immer sehr auf Rost. Rost ist bei den Dingern echt ein Thema. Das Problem ist, dass die Autos sehr, sehr dünnes Blech einfach haben und dementsprechend durch dieses dünne Blech natürlich nicht so rostresistent sind wie andere Autos mit einem dickeren Blech. Wenn ihr also Rost seht, müsst ihr es relativ schnell behandeln, weil sonst ist es relativ schnell weiter ausgebreitet oder sogar durch und dann habt ihr ein echtes Problem. Rein technisch und mechanisch sind die Autos in einem super Zustand. Es gibt natürlich offensichtliche Sachen, auf die ihr einfach achten müsst. Habt ihr ein Wackeln in der Lenkung? Jetzt kommt auch noch ein Zug. Sekunde. Habt ihr ein Wackeln in der Lenkung oder sehen die Scheiben ein bisschen ausgeglüht aus? Klappern die Stoßdämpfer, solche Sachen. Das sind ja offensichtliche Sachen, die jeder bei so einem alten Auto einfach checkt. Aber ansonsten elektrisch und mechanisch sind diese Civics oder Hondas allgemein aus den 90er Jahren super, super zuverlässig. Allerdings, Thema Rost ist halt was. Und ich meine, gut, der Wagen, da wird es schwer zu gucken, weil er tiefer gelegt ist. Aber wenn ihr einen kauft, der nicht tiefer gelegt ist, guckt euch auch den Unterboden an, auch wegen Auspuff und sowas. Das ist auch noch ein Mangel, den ich bei dem Auto beheben muss. Der gesamte Auspuff von vorne nach hinten muss einmal komplett neu. Und in Zukunft werde ich gucken, dass ich nämlich bei all diesen Sachen euch in Zukunft mitnehme und euch das zeige und dokumentiere. Einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich Bock drauf habe. Ja, Freunde. Ich dachte mir, ein wichtiges Thema fehlt aber noch, nämlich was eigentlich aus den ganzen alten Projekten geworden ist. Ich fange mal vorne an. Der Golf 2. Den Golf 2 habe ich damals geholt als Projekt, als Aufbauprojekt. Den Wagen habe ich ja komplett
ja, als Basis geholt. Der war nicht straßenzugelassen, der hat ewig gestanden. Hättest du viel reinstecken müssen und ich dachte mir damals, das wäre eine coole Sache, den Wagen zu holen und einfach mal ein nettes Projekt draus zu machen, aufzubauen. Und wer mag sie nicht, die Motorradgeisterfahrer, und einfach mal den Wagen für möglichst günstig Geld auf die Straße zu bringen. Problem an der Geschichte ist schlicht und ergreifend gewesen, dass der Wagen gar nicht für so wenig Geld hätte wieder fahrbar gemacht werden können, wie ich gedacht habe. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Erfahrung mit den Autos, ich habe früher selber daran gebaut, aber in letzter Zeit, ja, ist mein Interesse einfach auch zu anderen Autos gegangen. Aber das Auto hatte halt einfach wirklich das Problem, dass es unfassbar viel hätte, also viel Budget verschlungen hätte, weil das Auto hätte mindestens Teil, wenn nicht sogar voll lackiert werden müssen, weil das Rot war nicht nur tot, sondern es gab auch noch Roststellen an Teilen, die hätten geschweißt werden müssen, zum Beispiel auch die Rückwand hätte komplett geschweißt werden müssen bei dem Golf 2. Erstens war sie verbeult und untenrum war sie auch noch verrostet an den Endspitzen, Golf 2 typische Stelle leider. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass das Auto ewig in der Garage stand, auch in keiner guten Garage. Und ich einfach gedacht habe, hey, ich verkaufe das Auto und ich nehme das Geld und mache was anderes damit. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das Auto verkauft für auch nicht so viel Geld, aber war okay, Gott, ist halt so. Die ATS Cup Felgen, die da drauf waren, die habe ich nochmal einzeln umgesetzt. Die habe ich also nicht mit dem Auto weggegeben. Und jetzt muss ich hier kurz mich konzentrieren. Wir tanzen im Viereck, so. Und ich dachte mir damals, ja gut, ist der Golf 2 weg, holst du ein anderes Projekt. Damals war ich noch nicht so auf Biegen und Brechen, dass ich japanisches Auto haben musste, dass ich das unbedingt wollte, sondern es war halt wirklich noch eher so, ja, es ist cool, aber ich habe ja noch ein anderes Auto, was einfach geil wäre. In dem Falle, die Leute kennen es, mein Audi TT. Der Audi TT, der war an sich geil, da ist auch ein bisschen was dran gemacht worden. Der hatte halt Thomasen TN, schieß mich tot, Felgen, ich weiß gar nicht, TN4, irgendwie sowas. Und der hatte auch schon eine komplette Auspuffanlage drin und ja, Sportluftfiltersystem, beziehungsweise einfach nur ein Sportluftfilter, kein System, das ist Quatsch, von K&N. War also ein relativ cooles Auto, so ein bisschen Innenraumbeleuchtung gemacht, dies, das, mach hier vielleicht auch noch. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare auch reinschreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich auch so ein bisschen versuche, hier so diesen typischen japanischen Autoflair reinzubringen und ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit Aufklebern zu arbeiten, weil da hätte ich wirklich schon Bock drauf. Aber auch ein paar coole, wirklich japanische Aufkleber. Ja, Aufkleber-Style habe ich mir an sich auch schon ausgesucht. Aber ich muss mal gucken, ich bin auch ein Fan von Initial D. Mein TT hatte ja nachher Red Suns Aufkleber drauf. Und ja, da war aber dann schon so der Punkt eigentlich, dass ich gesehen habe, ich hätte eigentlich gerne lieber ein japanisches Auto. Und dazu kam es dann auch. Da hatte ich meinen TT schon umgesetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der stand noch. Jedenfalls bin ich dann zu diesem Auto hier gekommen. Ich habe das dann hier gekauft, weil es zu der Zeit noch echt erschwinglich war, da die Honda Civic Coupés eine gewisse Zeit lang auch bezahlbar waren. Ich meine, ich kann ja einfach mal transparent sein und Zahlen nennen. Ich habe für das Auto, so wie es damals geholt wurde, auch noch mit, ich glaube, 1,5 Jahren TÜV, habe ich bezahlt nicht ganz 3.000, ich glaube 2.850 oder 2.800, eins von beiden. Und das habe ich gekauft, das habe ich so bezahlt auch. Ach, wir fahren in die Stadt, da kann ich das wieder aufmachen, das ist so warm hier drin. Ohne Klimaanlage ist der Teufel, ne, sag ich dir. Ja, und dann habe ich den Wagen hier geholt. Und mit dem Auto bin ich eigentlich super zufrieden gewesen und bin es auch immer noch. Ja, ich muss wirklich sagen, das ist das erste Auto, wo ich von Tag 1 an bis jetzt ein Grinsen im Gesicht habe. Und ich sage auch meinem Kumpel jederzeit, ja, meinem Schrauberkumpel jederzeit immer wieder, Bruder, ich liebe dieses Auto. Ne? Habe ich heute schon gesagt, wie sehr ich den Civic liebe. So, ne? Sowas kommt immer von mir, weil der Wagen einfach geil ist. Und
ja, er stand jetzt halt ein paar Wochen, deswegen ist er auch staubig und so ein bisschen dreckig noch, in der Garage, weil halt die Bremsen vorne kaputt waren. Das musste erst bestellt werden, dann musste das da sein, dann mussten alle Zeit haben und dann wurde es eingebaut. Und da kam mir dann halt auch wieder die Idee, dass ich ja früher gerne was mit Autos vor der Kamera gemacht hätte. Problem war damals, es hat nicht so ganz geklappt, ich konnte es nicht so ganz umsetzen, kann ich jetzt aber. Ich denke, jetzt kriege ich das besser hin, weil ich auch einfach ein Auto habe, wo das so richtig, richtig, richtig Bock macht und wo das Ganze auch noch bezahlbar ist. Wir dürfen nicht vergessen, moderne Autos, das ist ein Thema für sich, kann ich auch gerne noch ein Video drüber machen. Moderne Autos sind der Teufel. Ja, die Annahme, dass weil etwas neuer und neuer und neuer wird, besser wird, ist ein Irrglaube, den viele Menschen aufliegen. Und ja, das ist was, darüber kann ich gerne mal auch noch ein Video machen, wenn es euch interessiert, was ich davon halte. Das Auto ist, wie gesagt, so ein Honda Civic, egal ob jetzt EJ6 oder EJ9. Der EJ9 ist noch günstiger als Dreitürer, beziehungsweise das ist ja der Dreitürer, der EJ9. Den kann ich euch auch als Anfängerauto super empfehlen. Der ist vom Unterhalt her super günstig. Die kleinen Motoren, die fressen kein Benzin. Die verbrauchen teilweise weniger als moderne Autos, das ist richtig krass. Und ja, und sie machen halt super Spaß, wenn du autoaffin bist und japanische Autos magst. Dann ist das Auto für ein wirklich geringes Budget. Du kriegst die Dinger aktuell, Stand jetzt, wo ich das Video hochlade, drei Türer für 1,5, 2 vielleicht, vernünftigen, gebrauchbaren. Und dann kannst du selber in deinem Cockpit beim Reden rumspucken, so wie ich. Und das ist ein richtig geiles, günstiges Auto. Du kannst damit super viel machen. Es gibt für die Autos auch noch relativ viel, was ihr einbauen könnt, was ihr kaufen könnt in Sachen Tuning und auch Pflege. Da gibt es einfach extrem viel und es ist halt auch nicht so teuer. Ne? Es ist quasi so ein bisschen wirklich das Äquivalent zu Golf 2, Golf 3. Wobei Golf 2 an sich in Anschaffung mittlerweile richtig, richtig teuer ist und richtig viel Geld kostet. Aber egal. Ja, ich denke, das wird es dann erstmal zu diesem Video gewesen sein. Wenn ihr mehr Videos aus dem Honda, über den Honda, mit dem Honda wollt, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht habe ich das schon im Video gesagt, aber bevor ich es vergesse, sage ich es lieber einmal zu viel. Das ist für so kleine YouTuber ja immer unfassbar wichtig. Gilt nicht nur für mich, gilt für alle. Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.